Es sieht fast so aus, als würde Volkswagen nun auch auf Kosten des Dumpingpreises endlich Anhänger für die neue Elektrostrategie erzeugen wollen. Denn gefragt war der e-Up bisher nicht. Der Preis war zu hoch, die Reichweite zu niedrig und die Ladezeit der Batterie zu langwierig. Zudem geht es um die ökologischen Vorteile der Elektroautos und die Verbraucher sind verunsichert. Immer wieder betonen anerkannte Experten, dass die Elektroautos nicht das Problem sind. Schon eher die Batterien, deren Produktion viel CO2-Emissionen erfordert und für deren Produktion in anderen Teilen der Erde schlimme Abbausituationen in Kauf genommen werden. Also, der Kunde weiß gar nicht, ob er der Umwelt und sich einen Gefallen tut, sollte er elektrisch fahren und die Mühen der Ladeprozedur auf sich nehmen. Nun hat Volkswagen also extrem am Preis geschraubt, um zumindest den Preisschock etwas zu mildern. Dank staatlicher und werksseitiger Unterstützung ist der Unterschied zu seinen traditionell mit einem Verbrennungsmotor ausgestatteten Brüdern nur noch gering. Im Idealfall ist schon nach einer Stunde Wartezeit wieder 80% der Batterieleistung vorhanden. Das sind 200 Kilometer Reichweite. Will der Kunde noch etwas länger auf die volle Ladung warten, sind es 260 Kilometer Reichweite, die für den städtischen Verkehr völlig ausreicht. Von außen ist nur schwer erkennbar, dass der batterieelektrisch angetriebene e-Up von VW eine drastische Verjüngungskur verpasst bekommen hat. Doch es sind die inneren Werte, die den Unterschied zu seinem Vorgänger machen. In zwei Ausstattungsstufen, der etwas bescheideneren Version e-Up für 21.975 Euro laut Preisliste und der leicht besseren Variante e-Up Style, für 1.025 Euro mehr steht der kleinste Elektro-Volkswagen bei den Händlern. Doch diese Preise sind virtuelle Preise, denn zuzüglich der staatlichen Förderung von 2.000 Euro zieht VW selbst noch einmal 2.380 Euro Umweltbonus ab. Sparfüchse sollten allerdings mit der Unterschrift unter dem Kaufvertrag noch so lange warten, bis die jüngst von der Bundesregierung beschlossene neue Förderregel in Kraft tritt. Dann vermindert sich der ausgewiesene Listenpreis um insgesamt 6.000 Euro. Die Batterie des e-Up ist nun fast doppelt so groß wie die seines Vorgängers. Außerdem verbraucht der Wagen nur 12,7 bis 12,9 Kilowattstunden Energie pro 100 Kilometer, wobei eine Wahl unter drei Fahrprofilen möglich ist, dem Standardmodus und den Programmen Eco und Eco Plus, die über Tasten aktiviert werden. In der ersten Fahrstufe reduziert das Antriebsmanagement die Motorleistung auf 68 PS und das Drehmoment wird verringert. Die erreichbare Höchstgeschwindigkeit geht auf 115 km/h zurück. Die Klimaanlage wird ausgeschaltet. Noch sparsamer fährt der e-Up in Eco Plus mit dann 54 PS, 133 Newtonmetern und 90 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und dies alles zu einem deutlich attraktiveren Preis als noch bei der Markteinführung 2013. Damals kostete das erste rein elektrisch angetriebene Modell von Volkswagen noch stolze 26.900 Euro. Die jetzige Preispolitik gehört zur neuen Stromoffensive und soll laut Volkswagen bis zu 3 Millionen Elektroautos pro Jahr unter die Leute bringen. Die Sitzprobe fällt für die beiden Frontpassagiere erstaunlich angenehm aus. Die Bedienelemente sind leicht zu erreichen. Das Instrumentarium ist verständlich und gut ablesbar. In der zweiten Reihe verständlich wird es für Erwachsene recht eng. Auch der Kofferraum weist bescheidene Dimensionen auf. Doch der e-Up ist ja auch nicht als Reisewagen für längere Strecken gedacht. Dennoch bietet er mit seiner für ein Auto von nur 3,5 Metern Länge mit versprochenen bis zu 260 Kilometern Reichweite einen vergleichsweise großen Radius. Der Wert kommt der Praxis auch ziemlich nahe. Das straffe Fahrwerk stört den Komfort keineswegs. Die Servolenkung erlaubt notwendige Rückmeldungen über die Fahrbahnbeschaffenheit und das Geräuschniveau ist in Ordnung. Die serienmäßige Ausstattung kann sich sehen lassen.
Sie reicht zum Beispiel von den Halogen-Hauptscheinwerfern, dem höhenverstellbaren Fahrersitz oder elektrisch betriebener Fensterheber vorne bis zur Klimaanlage, der Servolenkung und dem Radio. Und auch der aktive Spurhalteassistent ist Standard. Das Radiosystem Composition Phone mit Bluetooth-Schnittstelle und DAB Plus gehört ebenso zur Basis wie das Smartphone-Dock mit der neuen App Maps Plus More, die viele Navigations- und Multimedia-Funktionen bietet. Über die WeConnect-App mit eRemote können die Kunden des eApp das Laden und die Standklimatisierung aus der Ferne starten, stoppen und programmieren. Volkswagen ist also deutlich auf der Elektrospur. Ob es mit dem neuen eApp nun gelingt, deutlich mehr Kunden für das eher urban verwendbare Modell zu interessieren, wird die Zeit zeigen.